Stefan! Psst. Wie siehst du eigentlich deinen Gegenspieler? Meistens nur durch Fernglas, ne? Ja, und die Bayern-Spieler, so nach dem Ibiza-Trip, brauchst du ja wegen Elektrolyte eigentlich eine Schorle. Und was kriegen die Bayern-Stars? Eine Schale. Tipp für alle Bayern-Stars, ne? Veranstaltet doch einfach mal ein Starkbierfest und stellt euch nach 5 Minuten hin bei 1000 Gästen im Bierzelt und macht eine Durchsage. Sorry, Leute, kein Bock mehr. Stellt sich der Nagelsmann auch hin nach dem Spiel und sagt noch, ja, die waren ja jetzt nicht alle beim Komasaufen. Ich finde es aber gut, dass meine beratende Tätigkeit für Bundesliga-Profis und Trainer so langsam Früchte trägt. Ne? Ach, der Nagelsmann, auch Ibiza und Mallorca werden jetzt nicht immer in Verbindung gebracht mit 3 Promille. Ja, das geht ja auch nicht, das wären ja pro Insel nur 1,5 Promille. Christian! Das ist das letzte Mal hier in der Startelf, das sag ich dir, du alter Blender. Du bist wie so eine Schnecke, die produziert auch nur Schleim, um vorwärts zu kommen. Ja, und nach der Bombensaison vom BVB hat sich der Kehl hingestellt und dem Rose nochmal so richtig den Rücken gestärkt. Ne? Die Aussage vom Kehl zum Rose, ob der Trainer bleibt, war, wie wenn du eine Kerze, ein Zwanni in die Hand drückst und die fragst, was machst du denn damit? Ja, ich gehe davon aus. Willst du ein klares Bekenntnis vom Kehl zum Rose? Dann musst du einen Schnaps brennen und danach benennen. Klares Bekenntnis, wie geil wären das? Nicht so wie diese Vitaminfuselbrühe, was der Reus jetzt da macht. Repeat. Hätte ich eher Delete genannt nach der Saison. Ja, klar, ich nenne einen Drink Repeat. Trink mal eine Flasche klares Bekenntnis, da willst du keine Wiederholung. Wahrscheinlich wird das Zeug jetzt auch noch hier, das Repeat, Sponsor vom... hier, Videobeweis. Die nächste Entscheidung, die wir nicht klar definieren können und der Kölner Keller dann wieder verkackt, wird Ihnen präsentiert von... Repeat. Ja, war nochmal Wiederholung, guck ich mir nochmal an. Männer, komm hier mal Außerirdische und suchen nach intelligentem Leben. Dann wird bei uns aber auch nur der Platzwart mitgenommen. Ich glaube, der Rose hat auch mal eine Fee getroffen. Die Fee so, Herr Rose, Sie können sich aussuchen. Was wollen Sie haben? Klares Gedächtnis oder immer ein persönlich perfektes Einschätzungsvermögen? Wenn du den Rose dann fragst, was hast du genommen? Weiß ich nicht mehr. Hier, wie bei Max Kruse, ne? Der ist mit Wolfsburg mit dem Zug nach Köln gefahren. In Hamm, Klimaanlage defekt. Und ich habe mich gefragt, beim Kruse oder im Zug? Hey, Kruse natürlich gleich eine Hammer-Story gemacht. Und die war so wie der ICE nach Köln. Ne? Die kam nicht an. Ich habe gar nicht verstanden, was der Kruse wollte. Jesus hat das Meer geteilt und der Kruse in Hamm einen Zug. Ach, so ein Spiel vom VfL Wolfsburg, das ist wie eine Fahrt mit der Deutschen Bahn. Da wirken 45 Minuten auch gerne mal wie 90. Stefan, du glaubst doch, du hast so eine IQ von 180, ne? Wie hast du ihn gemessen? Mit dem Blutdruckmessgerät? Oder was? Das ist der Unterschied zwischen dem 1. FC Köln und Goodbye Deutschland. Ja, Köln hat trotz einer Niederlage ein internationales Geschäft erreicht. Was machen die eigentlich, die Kölner Fans, wenn die nach 35 Jahren mal wieder deutscher Meister werden? Bauen die dann den Kölner Dom ab oder was? Stürmen die da das Stadion, Banden mitgenommen, Sponsoren? Wo ich mir gedacht habe, so, ey, ganz ehrlich, für einen UE-Cup, gut, Conference League ist dieselbe Scheiße, nur anders benannt. Die haben Schaden angerichtet, weil Pyro-Show insgesamt 500.000 Euro. Wenn die Spieler dazu nimmst, ist die Antrittsprämie für die Conference League schon wieder weg. Ah, super. Richtigen Bärendienst erwiesen, ne? Und ein Geißbock als Maskottchen, ey. Vielleicht mal wechseln. Aber was machst du als Fan vom 1. FC Köln nicht, ne? Um endlich mal wieder international fahren zu können. Gegen Steaua Sam Bukarest. Ne, Männer, euch verlasse ich auch nur, wenn ich ein internationales Angebot bekomme. Und zwar vom Verein Eskalation. Patrick, deine schönen Eigenschaften diagnostiziert jeder Psychiater, aber auch als Symptome. Ja, für Hertha wird es nochmal eng, ne? 1-1 in Bielefeld, zu Hause gegen Mainz verloren. Und dann gehen die Spieler vorm Spiel hin und stellen sich in die Kurve. Der Schulterschluss mit den Fans. Ich hatte auch mal was an der Schulter, aber ganz schnell Schluss. Am Magazin der Stelle würde ich den Selke in die Apotheke schicken. Hier, Selke, hol mal Tabletten. Die Ovidum-Tabletten. Boah, ey. Atheismus endet, wenn der letzte Spieltag angepfiffen wird. Auch in der zweiten Liga, ne? Der HSV braucht nur noch eine Niederlage, um sich einen vierten Platz zu sichern. Schalke ist durch. Glückwunsch, ne? Kannst du froh sein, dass ich da an dem Spiel kein Stadionsprecher war, ne? In dieser blau-weißen Biathlonhalle. Beim Platzsturm hätte ich eine riesen Ansage im Stadion gemacht. Liebe Schalke-Fans, bitte noch warten mit dem Feiern. In Hamburg wird noch gespielt. Kevin! Boah, der ist so hohl, der wollte in Urlaub fliegen, hat sich in der Apotheke 4 Reisetabletten geholt und sich dann beschwert, dass die nicht wirken. Sagt der Nagelsmann noch Ibiza? Ah nee, wir machen den nochmal. Ich hatte da. Das war ja Komasaufen. Mein Tipp für die Bayern-Stars.
Nochmal ansetzen. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der Kruse wollte. Aber nochmal. Ah, was haben der 1. FC Köln und Goodbye Deutschland? Nee, noch, genau. Was ist der 1. FC? Oh Gott, nochmal. Mal anschneiden, genau, dann kommt der nächste Block. Ich weiß nicht, besser so, als sich da immer so. An Magats Stelle würde ich den Selke mal losschicken in der Apotheke zum Tabletten holen. Selke, hol mal eine Packung Ovidum. Ovi. Ja.